So, meine Freunde, wie man es da abends schaut, für euch begrüße euch zu einer neuen News-Folge. Und mein Gott, was war das denn bitte für ein Wochenende? Nicht nur, dass wir am Freitag zwei neue Pokémon-Spiele angekündigt bekommen haben, nein, ab heute ist auch das Celebi zum Download erhältlich, welches es beim Pokémon 20 Event gibt. Das heißt, ihr könnt euch kostenlos ohne irgendwelche Umschweife ein Celebi downloaden. Keine Codes von GameStop, ich habe dazu schon ein Video hochgeladen, wie es funktioniert. Wenn ihr es nicht wisst, einfach angucken, ist ganz, ganz easy und. Ansonsten viel Spaß mit eurem Celebi. Wo fange ich am besten an? Erstmal, es gibt momentan bei Get to the Games die 20 Anniversary Boxen mit Mew und Celebi. Mew ist, dachte ich, schon ausverkauft. Celebi kann man noch vorbestellen. Also macht's, wenn ihr die Pokémon-Karten haben wollt. Darin sind zwei Generations Booster enthalten. Und ansonsten mit Gutscheincode, nenne ich es einfach mal Beamon, könnt ihr zum Schluss 5% sparen. Das heißt, wenn ihr noch Displays kauft oder so, könnt ihr 5% von eurem Kaufpreis sparen. Und ich würde es euch empfehlen, denn das sind meistens die Versandkosten. Also zum Schluss dann Gutscheincode Beamon unten eingeben und ihr habt eigentlich schon ordentlich was gespart. Das sind 5% und ist nur mein Tipp an euch. Ansonsten wird es zum 20-jährigen Jubiläum noch Pokémon Box geben mit Glurak EX Karten, mit Bisasflor EX, Turtok EX und Pikachu EX. Ich werde mir davon Glurak, Turtok und Bisasflor holen, ganz einfach, weil es die Start-Pokémon erster Generation sind, ich natürlich ein Kind der ersten Generation bin und ich die Boxen haben will. Da sind noch wieder so schön großen Karten drin und ansonsten gibt es da eine EX von Glurak, Turtok und Bisasflor und die möchte ich natürlich logischerweise haben, weil sie einfach cool aussehen und da sind auch wieder Generations Booster Packs enthalten. Und ja, die Generations Booster sind eine kleine Miniserie, die jetzt zum 20-jährigen Jubiläum von Pokémon rausgekommen ist. Und die gibt es auch nicht in Displays zu kaufen, sondern bloß in diesen Booster Packs oder in diesen Box Packs mit zwei Boostern oder dann halt diese Glurak Packs, wo da halt mehr Booster drin sind. Wenn ihr es haben wollt, müsst ihr dann leider diese Packs kaufen. Es regt mich auch ein bisschen auf. Ich finde es auch schade, dass es nicht als normales Display rausgekommen ist, aber kann man leider nichts machen. So, wo fange ich am besten an? Pokémon ist 20 Jahre alt geworden. Ich werde dazu eventuell mal noch ein Video machen, wie ich zu Pokémon gekommen bin, vielleicht mal so meine Story dahinter machen will. Das wollt natürlich, ansonsten kann ich es natürlich auch sein lassen. Kann ich mir die Arbeit sparen und die Mühe. Und ja, wir haben in einem sehr, sehr gut gemachten Trailer, wie ich fand, eine neue Generation angekündigt bekommen, nämlich Pokémon Sonne und Pokémon Mond. Das sind die siebten, oder das ist die siebte Generation, oder soll die siebte Generation sein. So richtig klar ist es leider von der Nintendo-Seite aus auch nicht geworden, denn in Deutschland heißt es die neue Generation. In Amerika heißt es neue Spiele, also man weiß es noch nicht so ganz genau. Ich gehe davon aus persönlich, dass es eine neue Generation ist, also dass wir jetzt uns langsam auf die siebte Generation zubewegen. Ich finde es ganz gut, ich hätte mich auch über Pokémon Z gefreut, muss ich euch so sagen, wie es ist. Aber neue Generation ist natürlich immer geiler, weil neue Pokémon, hoffentlich neue Megas, neue Gameplay-Elemente und so weiter. Das ist natürlich sehr, sehr nice und das, was man bis jetzt gesehen hat, auch wenn es bloß teilweise Artworks waren, sah auf jeden Fall schon sehr vielversprechend aus. Ich will jetzt nicht spekulieren wie andere, in welcher Region das Ganze spielt, dazu alles später mehr, wenn das wirklich alles in Sack und Tüten ist. Und ich persönlich freue mich drauf. Ich habe euch auch die Vorbestelllinks von Amazon in die Videobeschreibung geknallt, in die ersten beiden Links. Und ich sag's gleich, es sind Reflinks von mir, also wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt, könnt ihr es natürlich über den Link kaufen. Ansonsten sucht einfach bei Amazon Pokémon 20 und bestellt das Ganze vor, ohne irgendwie meinen Kanal zu unterstützen. Ist eure Entscheidung, mir ist es persönlich egal. Ich will euch bloß in dem Sinne die Suche vereinfachen. Und falls ihr meinen Kanal unterstützen wollt, dann macht's einfach über den Link, ihr bezahlt nichts mehr und ich bekomme, ich dachte, 5%, 3 bis 5% vom Kaufpreis. Und wie gesagt, es ist eure Entscheidung, mir ist es egal. Ja. Es wurde eigentlich sehr, sehr wenig gezeigt, finde ich irgendwie schade. Also hätte mich gefreut, wenn sie noch einen Gameplay-Trailer mit reingehauen hätten. Damals beim XY-Event gab es sogar einen Gameplay-Trailer mit den Start-Pokémon. Finde ich irgendwie schade. Ich hätte mich gefreut, wenn sie wenigstens die gezeigt hätten. Oder dieses Vogel-Pokémon, wenn es bloß das Vogel-Pokémon gewesen wäre, mal komplett. Aber wir haben März, es ist der 1. März, in ungefähr 10 bis 11 Tagen könnte dann die Korokoro leaken und ich schätze mal, da werden dann allerhand neue Informationen drin sein, ob es nur Silhouetten sind, ob es komplette Pokémon sind, wir werden sehen. Ich freue mich auf alle Fälle drauf, ich bin auch schon ein bisschen gehypt, denn Oras geht mir mittlerweile tierisch auf die Eier, also wenn ich ehrlich bin, denn Oras ist 2 Jahre alt und so gut war Oras jetzt eigentlich nie wirklich. Es waren zwar gute Spiele an und für sich, aber
Oras hat nicht diesen Spielwert von XY gehabt, finde ich. Und ich finde Oras jetzt nicht ganz so geil wie XY damals. Und deswegen wird es eigentlich mal höchste Eisenbahn für neue Spiele. Und ich freue mich wirklich sehr drauf auf neue Pokémon, neue Regionen. Ganz klar neue CP-Pokémon, neue CP-Battles. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, sobald ich die Spiele habe oder sobald ich mein Pokémon Mond habe, was ich im Stream spielen werde, wird es auch gestreamt und ich werde es auch komplett durchstreamen. Also ich habe mir überlegt, ich werde am Release-Tag wahrscheinlich, oder je nachdem wann man es zeigen darf, den ganzen Tag streamen, bis ich die Pokémon-Liga durch habe. Und dann die kommenden Tage werden wir den Pokémon-Dex, also den Pokédex vervollständigen. Das heißt, ich werde versuchen, alle Pokémon zu fangen, die es in der Region gibt. Im besten Fall. Und natürlich werden auch Pokémon trainiert, gezüchtet, hochgelevelt, EV trainiert und so weiter. Denn ich werde möglichst schnell gegen euch kämpfen mit den neuen Pokémon. Und ich schätze mal, wenn die Spiele rauskommen, ein bis zwei Wochen danach, können wir dann die ersten Battle-Streams machen. Da habe ich auch schon neue Pokémon aus Sonne und Mond EV trainiert und hochgelevelt. Im besten Fall hoffe ich es natürlich. Und ich bin momentan am überlegen, ob ich mir wirklich nochmal so eine alte Edition hole. Denn es ist zwar schon cool, die alten Pokémon zu betragen, aber momentan fallen mir irgendwie keine Movesets ein, wozu ich wirklich diese ganzen Sachen nutzen kann. Denn klar, man kann jetzt irgendwie Geowurf, wie hieß denn? Chansey, genau, Hytera dann auch spielen und sowas. Aber so richtig geile Movesets so aus Gen 1 fallen mir jetzt irgendwie gar keine ein. Also ich muss mal gucken, vielleicht mache ich es noch, vielleicht mache ich es auch nicht. Wir werden sehen, werde es auf alle Fälle im Stream sehen, weil ich es dann im Stream auch durchspielen will und werde. Aber ich bin da momentan noch etwas im Zwiespalt. Und ja, das waren eigentlich so die neuesten News in Sachen Pokémon. Ich freue mich auf alle Fälle drauf. Ich bin eigentlich sogar tierisch gehypt. Ich will es bloß jetzt nicht so overhypen, denn man weiß eigentlich noch gar nicht. Man weiß nicht, wo die Region spielt. Klar, es wird vermutet Malaysia und sowas. Ich lasse mich einfach überraschen. Ich will ja jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren. Und auf alle Fälle hoffe ich, dass es gute Spiele werden. Ich denke mal, Nintendo hat sich damals überlegt zum 20-jährigen Jubiläum. Und sie haben ja gesagt, alles wird irgendwie zusammenfließen. Ich hoffe, dass da die besten Gameplay-Elemente aus allen Generationen zusammenfließen. Zum Beispiel die Customization von den Charakteren aus XY. Dass der Pokémon hinterherläuft aus Gen 4 vielleicht. Wir werden sehen. Das war's von mir. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao.